hat gesagt, nein, ich gehe mit der Herde. Das heißt, wenn alle gehen, dann gehe ich auch mit. Und damals haben 86% der Südtiroler sich fürs Weggehen entschieden. Nicht für Hitler, sondern fürs Weggehen, weil sie gesagt haben, wenn wir da nicht bleiben können und wenn wir Risiko eingehen, dass wir irgendwo anders angesiedelt werden, dann gehen wir gemeinsam irgendwo gemeinsam hin und müssen halt dort schauen, dass wir wieder das kriegen, damit wir weiterleben können. Da ist so gewesen, dass dort, wo wir angesiedelt hätten werden sollen, übrigens hat man die Halbinsel Krim vorgesehen. Interessanterweise, in 3 Wochen mussten sie dort eine Vortrag halten über die Autonomie. Könnt ihr euch vorstellen, wie die erfreit haben werden, wenn sie sagen, eigentlich ist die Halbinsel Krim nicht für sie, sondern für